Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Webinar Arbeiten mit dem TNC-Programmierplatz auf Oracle VirtualBox. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und werde Sie nun durch dieses Webinar durchführen. Wir beginnen mit einer Präsentation, wo ich Ihnen die Besonderheiten dieses Programmierplatzes erklären möchte und auf was man bei der Installation achten muss. Später schauen wir uns dann an, wie wir mit diesem Oracle VirtualBox Programmierplatz arbeiten, Programme übertragen können und was es bei den Einstellungen zu beachten gibt. So, den Programmierplatz gibt es für unsere TNC-Steuerungen, die ITNC 530, TNC 640, die 620 und die 320. Hier haben wir einen sogenannten Universal-Dongle und mit diesem Universal-Dongle können wir alle diese Steuerungen freischalten. Das heißt, wir haben nur noch einen Dongle, der alle diese Steuerungen freischaltet. Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten, den Programmierplatz freizuschalten. Also der Programmierplatz wird immer mit einem USB-Dongle freigeschaltet. Dieser USB-Dongle kann man einzeln erwerben oder man kann ihn in einer Programmierplatz-Tastatur. Das heißt, ich habe dann alle meine Bedientasten gleich auf einer Tastatur mit dabei. Diese wird dann mit einem USB-Kabel mit dem PC verbunden und so wird dann der Programmierplatz auf diesem PC, mit dem die Tastatur verbunden ist, freigeschaltet. Das gleiche gibt es auch nur als USB-Dongle. Da kann man dann mit der virtuellen Tastatur arbeiten. Vorteil, wenn man nur einen USB-Dongle hat, dass man eben nicht auf dem Schreibtisch noch diese Tastatur rumstehen hat. Und wenn es mir jetzt nur darum geht, das Programm zu testen, ein Kundenprogramm zu testen oder ein CAM-Programm zu testen, dann kann ich hier auch den USB-Dongle nur verwenden. Außerdem bieten wir noch Netzwerklizenzen an, also 14 Stück, 20 Stück oder auch nur einen Arbeitsplatz. Das heißt, ein Arbeitsplatz, der Dongle steckt irgendwo im Netzwerk und der Erste, der den Programmierplatz startet, bekommt die Freigabe für diesen Programmierplatz. Das ist dann die Netzwerklizenz für einen Arbeitsplatz. Dann gibt es natürlich noch die Demo-Version. Das heißt, wenn wir den Programmierplatz starten, ohne dass wir eine USB-Dongle oder diese Programmierplatz-Tastatur angesteckt haben, dann ist der Programmierplatz eine Demo-Version. Das heißt, wir haben maximal 100 Sätze pro NC-Programm, aber das ist auch die einzige Einschränkung. Alle TNC-Funktionen sind freigeschaltet, auch alle Optionen. Ich kann Programme erstellen, kann sie simulieren, kann sie abspeichern und natürlich auch auf die Maschine übertragen. Das heißt, wir können den Programmierplatz sehr gut dazu nutzen, um unsere Programme zum Beispiel zu Hause als Übung zu erstellen. Man kann dann den Programmierplatz, weil man ja keine Tastatur nicht hat, keine Bedienpult-Tastatur, kann man ihn entweder über die virtuelle Tastatur mit der Maus bedienen oder es ist bei jedem Programmierplatz, den man sich bei Heidenhain runterlädt, ein PDF dabei mit einer Tastaturbelegung. Und über diese Tastaturbelegung kann man den Programmierplatz dann auch bedienen. Man muss sich das ein bisschen angewöhnen, man muss es mal am Anfang ausdrucken und dann kann man damit arbeiten. So. Bei unseren Programmierplätzen unterscheiden wir zwischen dem Windows-Programmierplatz und dem Programmierplatz mit einer Virtualisierungssoftware Oracle VirtualBox. Der Hintergrund da ist, unsere Steuerungen werden auf einem Unix-basierenden Betriebssystem entwickelt, dem sogenannten Heros 5. Das ist Heidenhain Operating System. Und da, auf diesem System wird unsere Steuerung, unsere Software entwickelt. Früher gab es von Heidenhain immer den Programmierplatz, der direkt im Windows-Betriebssystem installiert wurde. Das heißt, wir mussten alle unsere Funktionen, die wir für die Steuerung entwickelt haben, nochmal anpassen, damit wir sie auf unserem Windows-Programmierplatz realisieren konnten. Und das ist halt einfach mit viel Arbeit verbunden. Und es konnten trotzdem manche Funktionen eben nicht eins zu eins so getestet werden wie auf der Steuerung.
Und deswegen hat man dann einen neuen Programmierplatz in einer Virtualisierungssoftware installiert wird, nämlich dem Programm Oracle VirtualBox. Das heißt, dieses Programm Oracle VirtualBox wird auf dem Windows-Betriebssystem installiert und der Programmierplatz an sich wird dann in einer virtuellen Umgebung installiert, so wie es die Steuerung auch verwendet. Und das ist eben der Vorteil von diesem Programmierplatz mit Virtualisierungssoftware, dass ich dann eins zu eins alle Funktionen der Steuerung nachbilden kann. Genau, noch ein paar Punkte. Windows-Betriebssystem. Ich kann nur einen Programmierplatz gleichzeitig starten. Bei der Virtualisierungssoftware, also mit Oracle VirtualBox, kann ich mehrere Programmierplätze starten. Ich kann verschiedene Skalierungen verwenden. Ich kann auch verschiedene Softwareversionen, also beim Windows-Betriebssystem konnte ich immer nur eine Softwareversion installieren. Beim Oracle VirtualBox kann ich für jeden Service Pack, wenn ich möchte, einen eigenen Programmierplatz installieren und kann eben so speziell für jede Maschine, die ich habe, meinen Programmierplatz anpassen. Außerdem kann ich Sicherungspunkte setzen und auf meine TNC und PLC zugreifen. Ich habe einfach eins zu eins oder fast realistisch die Steuerung, so wie ich es auch auf meiner Maschine habe. So, was ich jetzt für einen Programmierplatz installiere, sehe ich an der Software Grundidentnummer. Und zwar, wenn man sich bei unserem Programmierplatz runterlädt, schauen wir uns mal den TNC 640 an, dann hat der Windows-Betriebssystem die Endung 4. Das heißt, es geht um die sechste Stelle, die 340 594. Diese 4 sagt aus, das ist der Windows-Betriebssystem. 07 ist dann die Software und SP2 ist der Service Pack. Beim Virtualisierungssoftware-Programmierplatz, also mit dem Oracle VirtualBox, da haben wir dann die Endung 5, also 340 595 07. Und das ist einfach der Unterschied, damit man eben gleich sieht, okay, habe ich einen Windows-Programmierplatz oder einen Programmierplatz mit Virtualisierungssoftware. Heruntergeladen können die Programmierplätze bei heidenhain.de, Software, File bei SPC Software und dann entweder Programmierplatz für die Windows-Programmierplätze oder Programmierplatz VirtualBox für die Programmierplätze mit Virtualisierungssoftware. Eins noch. Das Symbol sieht man schon, welche Programmierplätze Virtualisierungssoftware sind alle Programmierplätze auf Windows 10 lauffähig. Beim Windows-Betriebssystem sieht man, sind nur die Programmierplätze 320, 620, 640 und da auch nur der aktuellste Stand, also nur die letzte Softwareversion auf Windows 10 lauffähig. Also da ist man einfach auf der sicheren Seite, wenn man hier schon mal von Haus aus den Oracle VirtualBox Programmierplatz verwendet. So, was muss man bei der Installation beachten? Eigentlich nicht viel. Ich lade mir das ZIP-File herunter, auf dem PC entpacke ich das Ganze und sollte jetzt natürlich als erstes Mal um mich jetzt installiere, wie ich es am besten mache, das Benutzerhandbuch vom Programmierplatz durchlesen. Macht natürlich niemand, leider, aber hier bekommt man alle Informationen für die Installation, damit man sich vorab schon mal informiert. Ansonsten kann ich direkt über Install-Exe meinen Programmierplatz installieren. Genau, das geht jetzt Schritt für Schritt durch. Wir bekommen einen Installer und hier kann ich jetzt zum Beispiel auswählen, wie ich den Programmierplatz installieren will. Da gibt es Default oder Benutzer definiert. Beim ersten Programmierplatz kann man immer Default verwenden. Wenn man dann weitere Programmierplätze installiert oder einen Programmierplatz updaten möchte mit einer neuen Softwareversion, dann sollte man Benutzer definiert verwenden. Es werden dann automatisch die Software Oracle VirtualBox installiert.
Dann wird die TNC VBox Programming Station Base installiert. Das ist für unsere virtuelle Tastatur. Und dann natürlich noch der eigentliche Programmierplatz. Das heißt, die Oracle Software wird installiert, die virtuelle Tastatur wird installiert und der Programmierplatz wird installiert. Und das Ganze bei Default weitgehend automatisiert. Wenn ich Benutzer definiert wähle, dann kann ich zum Beispiel dem Programmierplatz noch einen Namen geben. Außerdem kann ich einstellen, ob ich einen Zugriff direkt auf die TNC-Partition und die PLC-Partition habe. Das heißt, in meinem Installationsordner wird dann direkt ein Zugriff auf TNC und PLC erstellt. Somit kann ich auf meine Programme oder Maschinendaten zugreifen, auch wenn der Programmierplatz ausgeschaltet ist. Genau, am Anfang wird dann gefragt, die Gerätesoftware von Oracle VirtualBox zu installieren, da einfach den Haken setzen und weiter geht's. So, wenn wir dann den Programmierplatz installiert haben und ihn das erste Mal hochfahren, dann wird erst die eigentliche Maschinensoftware installiert. Das dauert dann ein paar Minuten. Man wird dann hier durch so ein Menü durchgeführt und so wird dann die Maschinensoftware installiert. Und dann haben wir unseren Programmierplatz hier installiert. Man sieht es hier oben recht schön. Der installiert wurde der TNC 640 Programmierplatz mit Oracle VirtualBox. Genau. Dann habe ich noch meine virtuelle Tastatur mit dabei und hier drüben mein Control Panel, wo ich dann verschiedene Einstellungen noch machen kann. Genau. Was kann ich denn mit diesem Control Panel alles anfangen? In dem ersten Übersichtsfenster sehe ich mal, was denn installiert wurde, also welches Betriebssystem, unser Heros 5, welche Steuerungssoftware installiert wurde und was auch wichtig ist, die IP-Adresse von dem Programmierplatz, den ich gerade installiert habe. Der Programmierplatz muss ich mir vorstellen wie eine Steuerung. Und damit ich auf den Programmierplatz zugreifen kann, zum Beispiel mit TNC Remo, brauche ich die IP-Adresse vom Programmierplatz. Und das ist beim ersten Programmierplatz, den ich starte, ist es die 192.168.56.101. Beim zweiten Programmierplatz, den ich starte, ist es die 102 und so weiter. Das heißt, er zählt einfach die IP-Adressen hoch. Ich kann ja mehrere Programmierplätze gleichzeitig starten. Im zweiten Fenster kann ich dann auswählen, ob ich 8 oder 10 Softkeys verwenden möchte. Das mache ich mit der Bildschirmauflösung. Die 1024 mal 768er Auflösung wären die 8 Softkeys und die 1280 mal 1024er Auflösung wäre die 10 Softkeys. Also je nachdem, ob meine Maschine jetzt einen 15 Zoll Monitor hat, dann habe ich 8 Softkeys oder einen 19 Zoll Monitor, dann habe ich 10 Softkeys. Außerdem kann ich bei der Anzeigeart Normal, Scale und Full auswählen. Damit stelle ich ein, wie der Programmierplatz angezeigt wird. Normal heißt, der Programmierplatz wird in so einem Fenster dargestellt. Ich habe je nach Bildschirmauflösung entweder rechts oder also seitlich oder unterhalb oder oberhalb noch Platz, um meine virtuelle Tastatur einzublenden. Allerdings ist der Bildschirm auf eine Größe fixiert. Ich kann ihn nicht größer oder kleiner ziehen. Das ist die Ansicht Normal. Dann gibt es die Ansicht Scale. Da kann ich keine 3D-Beschleunigung verwenden. Das sieht man hier hinten, Scale, keine 3D-Beschleunigung erlaubt. Das ist einfach, weil ich ihn hier größer und kleiner ziehen kann und da kann es in bestimmten Fällen dazu kommen, dass ich dann den Programmierplatz befindet, wo sie vorher war, sondern dass sie irgendwo verschoben ist im Fenster. Genau. Scale hat den Vorteil, ich kann ihn beliebig kleiner und größer ziehen und so auch an sehr kleine oder sehr große Bildschirmauflösungen anpassen. Genau, das sieht man jetzt hier in einem kurzen Video, da kann man das eben sauber
kleiner und größer ziehen. Natürlich dann auch die Grafik. Also auch ohne 3D-Beschleunigung kann man natürlich die Grafik und alles nutzen. Und kann ihn eben dann einfach über die Ecke unten kleiner oder genau. Und dann gibt es noch die Einstellung Full. Full heißt Vollbildschirm. Das heißt, es wird der komplette Bildschirm ausgefüllt. Natürlich, die Steuerung hat eine 4 zu 3 Auflösung. Das heißt, wenn ich jetzt den Bildschirm nicht komplett ausfülle, dann wird einfach mit einem schwarzen Rand das Ganze ausgefüllt. Allerdings habe ich dann hier keine Möglichkeit, mit einer virtuellen Tastatur auf dem gleichen Bildschirm noch zu arbeiten. Somit muss ich eben hier dann zum Beispiel, ist es eben die Einstellung, wenn ich jetzt so ein Bedienpult mit dabei habe oder wenn ich grundsätzlich über die Tastenkürzel arbeite. Da kann ich das Ganze dann verwenden. Hier nochmal die Tastenbelegung für unsere PC-Tastatur. Wenn man die sich mal angewöhnt hat, also ich habe es bei mir immer ausgedruckt unten am Bildschirm dran kleben, dann hat man nicht die Tastatur auf dem Tisch mit dastehen und kann direkt mit die Tasten kürzen. Und man gewöhnt sich die dann schon sehr schnell an und kann dann auch schnell damit programmieren. Genau, hier sieht man jetzt zum Beispiel die Vollbildauflösung. Also die Taskleiste unten kommt nur wegen dem Screenshot mit rein. Die sieht man normalerweise auch nicht. Und hier sieht man eben, der Bildschirm ist 16 zu 9 und somit werden die anderen Bereiche einfach mit Schwarz ausgeblendet. Wenn ich dann den kleineren Programmierplatz, also den 8 Softkeys anklicke, dann ist der schwarze Bereich dementsprechend größer. Genau, im nächsten Reiter kann ich dann bei Keypad auswählen, ob ich die virtuelle Tastatur verwenden möchte. Wenn ich sie immer beim Start vom Programmierplatz auch gleich haben möchte, dann setze ich einfach einen Haken bei Launch Keypad at Startup. Dann kann ich direkt beim Starten vom Programmierplatz habe ich meine virtuelle Tastatur entweder vertikal oder horizontal mit dabei. Mit der neuesten Software, also ab dem Programmierplatz TNC 640.08, der wo jetzt Ende des Jahres rauskommt, kann ich auch die Maschinentasten anzeigen lassen. Und zwar gibt es dann ein NC- und Maschinen-Keypad oder nur ein Maschinen-Keypad und ein separates NC und ein separates Maschinen-Keypad. Wie sieht das Ganze dann aus? Das sieht so aus, dass ich dann eben meine komplette Maschinentastatur auch noch als virtuelle Tastatur dabei habe, also auch mit den ganzen Verfahrrichtungstasten. Heißt natürlich auch, die Steuerung fährt erstmal hoch und ich muss sie über Steuerspannung ein erstmal einschalten. Und jetzt kann ich mit meinen Achsrichtungstasten die Maschine, also hier jetzt meinen Programmierplatz, bewegen. Genau. Ich kann den Notaus drücken und ihn wieder entriegeln und mit Steuerspannung die Steuerung wieder einschalten. Genau. Kann natürlich auch die Vorschubpotties verwenden, kann ihn auf 30% zum Beispiel runterdrehen. Das ist halt auch eine interessante Funktion für unsere Maschinenherstellerkunden, da sie eben so ihre PLC noch detaillierter testen können. Natürlich kann ich genauso auch im MDI meine Funktionen verwenden, zum Beispiel mit Plane Reset Turn meine Achsen wieder auf Null zurückdrehen lassen. Auch zum Beispiel Antastfunktionen kann ich machen, indem ich mich zum Beispiel Grunddrehung, Position übernehmen, dann noch mich ein bisschen positioniere zum nächsten Punkt und wieder Position übernehmen. So kann man zum Beispiel auch die Antastfunktionen verwenden. Die Tür kann auch geöffnet werden. Verschiedene Sachen, wo man hier mit diesem Pad machen kann. Eben noch realistischer zu meiner Steuerung wie vorher. So.
Als nächstes, nachdem wir uns jetzt das Control Panel angeschaut haben, kommen wir noch zu den Einstellungen im Oracle Manager. Wir haben ja mit dem Programmierplatz die Software Oracle VirtualBox installiert. Das heißt, ich kann auch noch einige Einstellungen machen also in meiner virtuellen Umgebung, wie das Ganze denn ablaufen soll. Dazu öffne ich das Programm Oracle VirtualBox Manager. Und da sehe ich jetzt meine installierten Programmierplätze, zum Beispiel der TNC 640 und der ITNC 530. Wenn ich jetzt einen dieser Programmierplätze auswähle und oben auf Ändern klicke, bekomme ich das Fenster mit den Einstellungen für diesen Programmierplatz. Und da kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, wie viel Arbeitsspeicher soll denn der PC, soll denn diese virtuelle Maschine bekommen? Mit wie vielen Prozessoren soll er arbeiten? Bei der Anzeige zum Beispiel, wie viel Grafikspeicher soll er bekommen? Also da kann ich einfach die Einstellungen machen, wie diese virtuelle Maschine hochlaufen soll und wie viel er sich vom Haupt-Windows-System an Kapazität wegnehmen kann. Außerdem kann ich noch einen sogenannten Share, einen Ordner anbinden. Dazu kann ich auf gemeinsame Ordner gehen, kann einen Ordner mit einbinden lassen und den dann dazu nutzen, um zum Beispiel Programme direkt ins Netzlaufwerk zu kopieren. Diese Einstellungen, die ich hier mache, kann ich nur bei ausgeschalteter Maschine machen, also wenn der Programmierplatz ausgeschaltet ist. Und die Einstellungen werden aktiv, sobald der Programmierplatz wieder hochfährt. Genau, hier sehen wir jetzt den C-Temp, der im Programmierplatz als angebundener Ordner erscheint. Auch eine schöne Sache, ich kann Sicherungspunkte setzen. Und zwar, wenn ich im VirtualBox Manager im Punkten Seite Sicherungspunkte auswählen und kann mir dann einfach mal von dem aktuellen Zustand von meinem Programmierplatz einen Sicherungspunkt machen. Wenn ich beispielsweise irgendetwas ausprobieren möchte, und ich dann wieder auf den Sicherungspunkt zurückkehren möchte, eben alle Änderungen rückgängig machen möchte, kann ich diesen Sicherungspunkt wieder gut verwenden. So, Programmierplatz starten. Auch hier haben wir wieder mehrere Möglichkeiten. Ich kann ihn ganz klassisch über das Desktop-Icon starten. Bei jedem installierten Programmierplatz wird ein Desktop-Icon erstellt und über den kann ich den Programmierplatz starten. Das Desktop-Icon hat den Vorteil, dass gleichzeitig auch dieses TNC Control Panel gestartet wird. Das heißt, dass ich dann diese Einstellungen, wie wir vorher gesehen haben, mit den 8 Softkeys oder 10 Softkeys oder mit der virtuellen Tastatur, die habe ich dann zur Verfügung. Den bekomme ich nicht, wenn ich ihn aus dem Oracle VirtualBox direkt starte. Dann habe ich dieses TNC Control Panel nicht dabei. Also da nicht wundern, wenn es mal da ist und mal nicht. Das liegt einfach daran, wie man den Programmierplatz gestartet hat. Genau, wenn man es über das Desktop-Icon gestartet hat, bekommt man in der Taskleiste unten so ein grünes, grau-grünes Symbol und dahinter verbirgt sich das Control Panel. Wenn ich den Programmierplatz direkt über den Oracle VirtualBox Manager starte, dann bekomme ich dieses TNC Control Panel nicht mit angezeigt. So, wenn wir jetzt den Programmierplatz zum ersten Mal installiert haben und wir möchten jetzt zum Beispiel ein Update machen auf eine neue Software, dann kann ich, oder ein neues Service Pack zum Beispiel, dann kann ich meinen Programmierplatz updaten. Dazu sage ich in der Installation Benutzer definiert. Anschließend sage ich ihm, er soll eine bestehende Maschine updaten und wähle mit der Maus die Maschine aus. Und dann wird diese Maschine abgedatet. Wenn ich jetzt diesen Haken bei Laden der Default Konfiguration setze, dann werden die Daten vom alten Programmierplatz komplett gelöscht. Also da immer aufpassen, wenn man da keine Datensicherung gemacht hat.
Genau. Und natürlich wird dann in der Steuerung das Update auch wieder ausgeführt. Wie an der Steuerung 1 zu 1 auch. Wenn ich einen zusätzlichen Programmierplatz installieren möchte, zum Beispiel einen TNC 640 Programmierplatz mit der neuen Software, dann kann ich das auch wieder über meine Installation steuern. Das heißt, ich sage Benutzer definiert. Immer beim ersten Programmierplatz kann ich Default lassen, bei allen weiteren Programmierplätzen definiert. Und dann kann ich eine neue virtuelle Maschine erzeugen. Und was ich mir hier angewohnt habe, dass ich immer auch mit reinschreibe, was es denn für eine Software ist. Zum Beispiel die TNC 640 mit der Software 08 SP2. Die wird hier installiert und die kann dann verwendet werden. Außerdem habe ich dann die Möglichkeit, dass ich einen Shared Folder, also einen Ordner anbinden kann, einmal von TNC und einmal von der PLC. Das ist eben praktisch, wenn ich auf meine TNC-Daten, auf Programme zugreifen möchte, wenn der Programmierplatz. Die Datenübertragung kann ich einmal mit dem TNC Remo machen. Dazu verbinde ich mich über die IP-Adresse, zum Beispiel hier die 192.168.56.101, mit dem Programmierplatz und kann dann wie gewohnt meine Programme übertragen. Alternativ habe ich auch den Shared Folder, kann ich auch verwenden. Allerdings muss ich dabei beim ITNC-Programmierplatz aufpassen, weil der ITNC oder bei der ITNC sind die Programme ja in einem Binärmodus auf der Steuerung. Das heißt, wenn ich jetzt direkt auf diesen TNC-Ordner zugreife, dann kann ich mit dem Programm nichts anfangen, weil die noch im Binärmodus auf der Steuerung gespeichert sind. Also da muss man es wirklich über den Dateimanager kopieren oder über TNC Remo übertragen. Schöne Sache ist da auch der USB-Stick. Das heißt, dass ich einfach den USB-Stick verwende, um den direkt in meinem Programmierplatz anzubinden und dann die Programme zu kopieren. Allerdings muss ich hier wieder an meine Virtualisierungssoftware denken, denn der USB-Stick, wenn ich ihn am PC anschließe, wird er erstmal vom Windows erkannt. Und nun muss ich dem Windows sagen, bitte gib den USB-Stick weiter an die virtuelle Maschine. Und das kann ich über Geräte USB machen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich habe den USB-Stick an den Rechner angeschlossen und kann ihn jetzt über Geräte, also in meinem Programmierplatz Geräte USB, kann ich ihn anbinden. USB-Flashdisk, genau. So. Und nun wird der USB-Stick weitergeleitet zu meiner virtuellen Maschine und ich kann ihn jetzt zum Beispiel im Programmieren in der Dateiverwaltung verwenden. Genau, da hat es ein bisschen und dann wird er angezeigt und jetzt kann ich Programme auf den USB-Stick kopieren oder auf die Steuerung kopieren. Zum Entfernen wähle ich den USB-Stick an, zusätzliche Funktionen und abdocken. Genau, das USB-Gerät kann jetzt entfernt werden. Geräte, USB und wieder abwählen. Dann ist der USB-Stick sauber abgedockt und in meinem Windows-System erscheint er jetzt wieder. Genau, dann hat Windows auch wieder Zugriff auf meinen USB-Stick. So, noch ein paar Tipps und Tricks, was man beachten oder wie man sich die Arbeit erleichtern kann mit der VirtualBox. Wenn ich ein Bildschirmfoto machen möchte, gibt es ja immer wieder, irgendwas muss dokumentiert werden, ich möchte ein Bildschirmfoto erstellen, kann ich entweder die Print Screen-Taste nehmen oder die Tastenkombination Steuerung und E, also die rechte Steuerungstaste und E. So kann ich mir zum Beispiel auch ein Bildschirmfoto erstellen.
Bei der Print-Screen-Taste muss man aufpassen, je nachdem, wie die Einstellungen sind, also ob die 3D-Beschleunigung an oder aus ist, ob ich Scale verwende, kann es mal sein, dass dieser Bildschirminhalt leer ist. Deswegen verwende ich eigentlich immer die Variante Steuerung E, also rechte Steuerungstaste und E. Dann wird ein Bildschirmfoto vom aktuellen Bildschirm erstellt und standardmäßig in den Installationspfad mit kopiert oder gespeichert. So kann man eben schnell die Fotos oder Bildschirmabgriffe erstellen. Einige Tastenkombinationen, wie die Tastenkombinationen oder was es für Tastenkombinationen gibt, schauen wir uns dann noch an. Es ist immer wichtig, dass man weiß, welche Steuertaste man verwendet. Das sieht man unten rechts im VirtualBox-Fenster. Rechte Steuerungstaste ist die Bedientaste und zum Beispiel über Steuerung und F wechsle ich zwischen Fullscreen und Fenster. So kann ich einfach zwischen Fullscreen und Fenster hin und her wechseln. Genau, hier sieht man nochmal die Steuertaste für alle Tastenkürzel, sieht man hier unten, Steuerung rechts ist diese Taste. Die kann man auch ändern, wenn einem das nicht gefällt und eine andere verwenden. Genau, hier sieht man ein paar Tastenkürzel, die man verwenden kann. Zum Beispiel, um den Programmierplatz auszuschalten, um zur Skalierung zu wechseln, um zu minimieren, die virtuelle Maschine zu beenden, Rücksetzen, Sicherungspunkt setzen, verschiedenste Tasten, die man hier verwenden kann. Genau. Und wie man den Programmierplatz jetzt installiert, schauen wir uns jetzt einmal kurz in einem Video an. So, als erstes gehen wir auf die Homepage von Heidenhain, also heidenhain.de, über Software, PC-Software, haben wir jetzt hier die Programmierplätze und Programmierplatz VirtualBox. Da sehen wir jetzt die verschiedenen Steuerungsversionen, also von der 128, 320, 620, 640 und 530 haben wir alle mit dabei. Da sagen wir Download, lesen uns die Lizenzbedingungen durch und bestätigen diese mit Download und können uns dann die ZIP-Datei herunterladen. Das machen wir jetzt mit den Programmierplätzen, die wir verwenden möchten und laden uns diese ZIP-Dateien mal herunter. Genau. Wenn die ZIP-Dateien dann heruntergeladen sind, entpacken wir uns diese ZIP-Dateien auf unserem PC. Genau, haben wir hier schon gemacht. Und öffnen jetzt den zum Beispiel TNC 640 und unten haben wir unser Benutzerhandbuch vom Programmierplatz. Das schadet nicht, dass man sich das einmal durchliest, also wie man die Installation durchführt. Ist hier alles mit beschrieben, was man denn um den Programmierplatz alles braucht. So, zum Installieren wählen wir die Install-Exe aus und bekommen jetzt unseren Assistenten. Einmal weiter, Benutzer definiert oder Default, kommt jetzt darauf an. Wir verwenden jetzt hier Benutzer definiert und jetzt wird als erstes mal Oracle VirtualBox installiert. Das würde man jetzt alles nicht sehen, wenn wir Default angeklickt hätten. Der würde das dann automatisch durchinstallieren und ich würde das Ganze gar nicht so zu sehen bekommen. So, wenn dann der Programmierplatz installiert ist, wollen wir nicht starten. PC starten wir später neu. Dann geht es weiter mit dem TNC Control Panel. Das wird als nächstes installiert. Das sogenannte TNC VB VirtualBox Base. Es wird alles automatisch installiert. Genau, Finish
Und jetzt wird der Programmierplatz installiert. Genau. Next. Modify. Wir wollen eine neue virtuelle Maschine installieren und einen angebundenen Ordner für TNC und PLC machen. Das Ganze wird in diesem Pfad installiert. Den kann ich natürlich auch anpassen, wie ich möchte. Für die Installation benötige ich natürlich Adminrechte, um die Installation auch durchführen zu dürfen. Genau. Mit Finish fertigstellen und gleichzeitig wird der Programmierplatz jetzt eingeschaltet und er fährt automatisch hoch und macht nun als erstes die Installation der Software. Das heißt, das erste Mal hochfahren dauert immer etwas länger beim Programmierplatz, weil er erstmal alles installieren muss und die ganze Software entpacken muss und einrichten muss. Genau. Der läuft jetzt hoch. Und wenn er dann komplett installiert ist, dann sieht der Programmierplatz so aus. Ich bekomme dann ein Desktop-Icon, zum Beispiel TNC 640, und über einen Doppelklick kann ich ihn starten. Genau. Die virtuelle Tastatur ist auch gleich mit dabei. Ich sehe jetzt hier TNC 640 und Oracle VM VirtualBox als meine Virtualisierungssoftware. Genau, den Manager kann ich mir natürlich auch mit aufrufen. So sieht der VirtualBox Manager aus. Wo ich jetzt sehe, auf meinem PC sind momentan ein Programmierplatz TNC 640 und ein Programmierplatz ITNC 530 installiert. Über Ändern kann ich nun an meinem System Änderungen durchführen. Zum Beispiel kann ich ihm mehr Rechenleistung geben, mehr Prozessoren, mehr Grafikspeicher. So kann man das hier einfach einrichten. Oder ich kann mir zum Beispiel einen gemeinsamen Ordner mit anlegen. So, Dongle habe ich keinen dran, somit startet die Demo-Version. In der Stromunterbrechung, die kann ich über CE quittieren. Und meinen Programmierplatz starten. So kann ich ihn jetzt komplett verwenden. Zum Beispiel kann ich ein Programm anwählen und mir die Simulation zum Beispiel anschauen. Genau. Habe auch immer verschiedenste Maschinenmodelle mit dabei. Unter Maschineneinstellung, Kinematik kann ich hier zwischen verschiedenen Maschinenmodellen auswählen. Zum Beispiel unsere AC Table Mill, die klassische AC Schwenkbrücke. Genau. So kann ich jetzt ganz normal mit meinem Programmierplatz arbeiten. Wenn ich jetzt die Programme übertragen möchte von meinem PC runter, ich möchte zum Beispiel das Programm, verwenden wir hier mal das Programm Drilling, dieses Bohren Drilling möchte ich übertragen. So, dazu kann ich jetzt mein TNC Remo verwenden.
So, TNC-Remo öffne ich mir und jetzt brauche ich die IP-Adresse. Die IP-Adresse finde ich jetzt entweder direkt in der Steuerung raus oder hier unten über mein Control Panel. Das heißt, in der Taskleiste gibt es dieses Control Panel und da kann ich mir jetzt mein Control Panel starten. Ich kann das Display einstellen, also entweder 8 Soft Keys oder 10 Soft Keys. Ich kann sagen Normal, Skaliert oder Vollbild, Keypad, also entweder das normale NC-Keypad oder also vertikal oder horizontal, später dann auch das Maschinenbedienpad. So, hier ist für mich wichtig die IP-Adresse vom Programmierplatz und die markiere ich mir und kopiere sie mir. Und jetzt gehe ich in mein TNC-Remo, ins Management und lege mir hier eine neue Datei an. Zum Beispiel virtuelle Maschine 1. Okay. Connection. Ethernet. Settings. Nicht Localhost, sondern meine kopierte IP-Adresse. Übernehmen. Okay. Und mit verbinden kann ich jetzt mich auf den Programmierplatz verbinden. Und jetzt kann ich hergehen und zum Beispiel das Programm Drilling übertragen. Und kann es dann öffnen. Wenn wir das Ganze öffnen, weil dann habe ich nämlich gleich die Struktur mit drinnen und habe mein ganzes NC-Programm hier auf meinem PC. Kann es jetzt ausdrucken, abheften oder zu einer anderen Maschine übertragen. Außerdem könnte ich das Ganze noch über meinen USB-Stick machen. Der USB-Stick ist bereits an meinem Laptop angeschlossen. Über Geräte, USB, kann ich mir jetzt hier den General USB Flash Disk aussuchen. Dann dauert es ein bisschen. Bis die Steuerung den erkennt. Genau. Und jetzt ist er da. Und ich kann jetzt zum Beispiel mein Programm kopieren, Ordnersymbol drücken, ganz nach unten und USB auswählen und okay. Dann wird auf den USB-Stick kopiert und über USB habe ich jetzt mein Programm mit drauf. Den kann ich jetzt wieder auswerfen, dazu den USB-Stick in der Liste anwählen, zusätzliche Funktionen und auswerfen, bis oben die Steuerung sagt, USB-Gerät kann jetzt entfernt werden und dann kann ich ihn oben über Geräte wieder abhaken. Genau, dann erkennt ihn gleich mein Windows wieder und ich habe ihn jetzt hier zur Verfügung und kann mir jetzt zum Beispiel wieder mein Programm mit anschauen. Genau. Über das Control Panel kann ich jetzt zum Beispiel noch einstellen, dass ich jetzt nicht 10 Soft Keys oder jetzt haben wir die 8 Soft Keys kann ich zum Beispiel auch sagen, ich hätte gerne 10 Soft Keys und ich würde das Ganze gerne in Full sehen, also mit Vollbild. Dann muss er das Ganze neu starten. Okay. Genau. Einmal nochmal neu starten. Wichtig ist immer das Starten übers Desktop-Symbol.
Genau. Wie gesagt, wenn ich jetzt meinen Vollbildmodus anwähle, dann kann ich mir jetzt halt an dem Bildschirm das virtuelle Keypad nicht mehr anzeigen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auf dem seitlichen, also auf dem zweiten Bildschirm machen. Oder ich arbeite eben hier direkt mit meiner Programmierplatztastatur oder über die Tastenkürzel in über meinen Tastenkürzel, die ich als PDF in meinem Installationsverzeichnis, da wo ich die Dateien heruntergeladen habe, abgespeichert habe. Da finde ich auch dieses PDF. Genau, jetzt sieht man, er fährt im Vollbildmodus hoch. Kurze Meldung, dass es eine Demo-Version ist. Kann ich aber trotzdem den Programmierplatz ganz normal nutzen. Ich habe halt diese Einschränkung mit 100 Sätze pro NC-Programm. Genau, von der Weiterentwicklung her, also Heidenhain setzt immer mehr auf diesen Programmierplatz mit virtueller Umgebung. Das heißt, die Windows-Programmierplätze sind noch verfügbar, aber neue Softwareversionen werden immer weniger und es wird immer weniger dann investiert für diesen neuen Windows-Programmierplatz, sondern für uns ist einfach der Programmierplatz der VirtualBox-Programmierplatz in der virtuellen Umgebung. Von dem her macht es schon Sinn, dass man sich hier mal auch damit beschäftigt. Genau, kann man dann über die CE-Taste die Stromunterbrechung quittieren. Genau, jetzt habe ich hier meinen Programmierplatz. Genau. Der ganze Programmierplatz läuft natürlich immer noch auf der virtuellen Maschine. Wenn ich jetzt mit der Maus mittig hochfahre am Bildschirm, dann kommt hier oben so eine Leiste mit rein. Die kann ich mir auch anheften, damit sie immer da ist. Genau, und hier habe ich jetzt eben meine verschiedenen Einstellungen. Um zum Beispiel Geräte, USB, mir den USB-Stick mit einzubinden. Oder ich kann ihn auch hier oben beenden über das X, beenden der virtuellen Maschine. Und dann kann ich eben den Zustand speichern, die virtuelle Maschine mittels ADS fahren. Das heißt, es wäre das gleiche, wie wenn ich ihn sauber ausschalten würde. Oder einfach nur ausschalten. Das wäre die harte Methode, einfach aus und weg. Also der mittlere wäre die saubere Möglichkeit, den Programmierplatz herunterzufahren, also manueller Betrieb auf die auf das Ausschaltsymbol. Genauso ist das gleiche wie hier mittels der ACPI-Event herunterfahren. Genau. Oder ich kann ihn mir minimieren und wieder aufrufen. Genau, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was zum Programmierplatz erklären. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder bei einem Webinar hören. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, Telefonnummer, E-Mail steht mit da. Probieren Sie es einfach mal aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Webinar. Ihr Michael Windl.